Ja, herzlich willkommen mal wieder bei einer deutschen Ausgabe der Wisdom Factory. Ich bin die Heidi Hörnlein und heute habe ich wunderbare Gäste. Und zwar habe ich bei einem dieser Gäste, bei Ramona, die hat mich eingeladen, zu einem Vortrag letzthin. Und da sind die anderen beiden Gäste in Aktion gewesen, nur war der Vortrag leider nicht aufgezeichnet. Daraufhin haben wir beschlossen, das jetzt einfach nochmal zu machen für euch. Und damit gebe ich an Ramona, die so ein bisschen alles so organisiert und macht. Und die möchte doch bitte unsere Gäste vorstellen. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich darf Ihnen vorstellen, die Barbara Küchler, gebürtig in der Schweiz, hat ihr Leben begonnen als Primarlehrerin und da ihr Interesse entdeckt zur ganzheitlichen Blick auf die Welt. Dann hat sie sich in die Wirtschaftsinformatik gestürzt und ihrem analytisch-systemischen Gedanken freien Raum gelassen, und um dann konsequenterweise eine IT-Managerin zu werden. Auch das war ihr noch nicht genug. Und dann dachte sie, da muss wieder Weiterbildung her. Der ganzheitliche Blick ist noch nicht rund genug. Und dann gab es eine Weiterbildung zum MBA. Ja, und dann ging es weiter. Was ist der Sinn des Lebens? Ist die IT das Analytische schon alles? Und dann traf sie bei dieser Sinnsuche auf Gerhard Klein, mit dem sie seit 16 Jahren gemeinsam arbeitet in der Organisationsentwicklung und als Coach. Und das Ergebnis dieser Zusammenarbeit sehen Sie hier hinter mir. Das sind zwei Bücher, die ich Ihnen ans Herz legen kann. Stufenentwicklung, einmal mehr in allgemeinerer Form und dann nochmal Stufenentwicklung in der Praxis, wo es mehr spezieller auf die Beispiele zum Organisationsgeschehen im Unternehmen sind. Also ja, sehr zu empfehlen. Und an Ihrer Seite heute der Bodo Frenk. Er ist Diplompädagoge, also Ähnliches angefangen. Ist seit quasi 30 Jahren tätig in einer Pensionskasse in Berlin. Und ist dort durchlaufen, das Dokumentenmanagement, Digitalisierung, Aufarbeitung, Aufbauorganisation der Betriebsorganisation, Datenschutz und Informationssicherheit und leitet mit mir gemeinsam die GFO in Berlin und Brandenburg. Und zusätzlich ist er noch im Fachbeirat. Dann Bühne frei euch beiden und Männer und Frauen? Genau, ein wunderbares Thema. Männer und Frauen und die Macht. Da freue ich mich drauf. Ja, dann herzlichen Dank, Heidi. Herzlichen Dank, Ramona, für die Einladung. Wir haben uns tatsächlich bei den unterschiedlichen Perspektiven der Macht an das Thema Frauen und Männer herangewagt, in dem Bewusstsein, da ist etwas eigentlich Unendliches vor uns mit vielen Fallstricken und Meinungen und Stereotypen, die es zu besprechen gilt. Und genau darum haben wir aber gesagt, da sind wir mutig, da gehen wir ran und wir trauen uns mal und haben in einer Präsentation verschiedene Dinge da zusammengeführt, und durch die würden Barbara und ich jetzt gern durchführen. Ja, Männer und Frauen im Umgang mit der Macht und das tatsächlich auch verbunden mit der bereits erwähnten Stufenentwicklung. Wir haben uns die Frage gestellt, bei den Stereotypen, die man kennt, stimmen die, können wir die tatsächlich nachvollziehen, haben sie etwas vielleicht auch genau mit dieser Stufenentwicklung zu tun, und genau an der Stelle wollen wir dann auch einsteigen. Es gibt Stereotypen im Sinne, die Männer bilden eine Hackordnung, die Frauen einen Krabbenkorb. Und tatsächlich gibt es diese Bilder, man findet sie auch im Internet. Wir haben hier einfach mal ein Beispiel drin, dass die Frauen sagen, okay, keiner soll hier herausstechen. Und die Männer sagen, wir brauchen eine klare Hierarchie und bilden die. Und die Frauen können diese männliche Hackordnung manchmal nur schwer verstehen. Andererseits löst die Idee dieses Krabbenkorbs bei den Männern Kopfschütteln aus. Denn die Männer benötigen immer wieder Rangordnungsspiele. Die Frauen können aber mit der Selbstdarstellung von den Männern dann wenig anfangen und müssen sich eben überlegen, wenn sie es nicht mitspielen, werden sie ernst genommen von den Männern oder nicht? Oder lassen sie sich darauf ein und können dann tatsächlich auch dort ihren Platz finden?
Frauen, die diese Hackordnung nicht beachten, die kämpfen dann oft einen Kampf gegen die Windmühlen. Und Männer wiederum, die den verbalen Wettbewerb und auch anderen Wettbewerb lieben, die kämpfen dann mit verschiedenen Waffen. Und diese Waffen sind ein Teil der Problematik, weil Frauen verlassen sich gerne auf die Kraft von Argumenten, während die Männer eben verbale und nonverbale Machtspiele spielen und dabei tatsächlich auch in der Frage der Wirkung aufeinander und auch im Nachhinein durchaus auch sportlich miteinander umgehen können. Gerade argumentativ starke Frauen, so die Beobachtung, können aber oft nicht verstehen, warum Männer zu diesen unfairen Kommunikationsmitteln greifen. Und all diese Fragen, ist es so, woran liegt es und was kann man daran ändern oder muss man sich darauf einlassen, die wollen wir hier heute kurz behandeln. Es stellt sich natürlich immer wieder die Frage nach den Ursachen. Was ist eigentlich der Grund? Ich glaube, niemand bestreitet, dass es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen im Verhalten. Und die Ursachen sind aber sehr vielfältig diskutiert. Es gibt verschiedene biologische und soziologische Thesen. Also was heute absolut nachgewiesen ist, dass die Gehirne von Männern und Frauen einfach nur schon rein durch die hormonellen Unterschiede recht unterschiedlich funktionieren. Und es gibt wahrscheinlich auch noch weitere Unterschiede in den Gehirnen. Und wahrscheinlich ist halt eben nach wie vor auch die Prägung, die historische Prägung, die mehreren Tausende von Jahren Patriarchat und so weiter, die prägen uns alle nach wie vor. Aber letztlich ist die Frage, ist das wirklich entscheidend, was die Ursache ist? Wir finden, es ist viel, viel wichtiger, dass wir einen verständnisvollen Umgang mit diesen Unterschieden finden. Es geht darum, einerseits mal zu verstehen, woran erkennen wir die verschiedenen Muster, dass wir haben ja alle die Tendenz, von uns auf andere zu schließen, also, und dann wird es schwierig, also wenn Frauen von sich schließen, von ihrer Verhaltensweise und dann das Verhalten der Männer unerklärlich finden und umgekehrt, dann ist das nicht sehr hilfreich. Viel, viel hilfreicher ist es zu versuchen zu verstehen, warum ticken wir jeweils unterschiedlich. Und dass wir diese Unterschiede akzeptieren können und dass dieses Akzeptieren eigentlich eine Ausgangsbasis ist für eine hilfreiche Veränderung. Da sind wir genau an dem Punkt. Die Frage ist tatsächlich, adaptiert man das Verhalten der anderen und passt sich an? Oder versucht man tatsächlich, das eigene Verhalten fortzuführen und dann gegebenenfalls auch gegen gängige Muster ankämpfen zu müssen? Da muss jeder vielleicht selbst einen Weg finden. Wir würden nochmal versuchen zu erklären, wo diese Unterschiede sind und wie vielleicht auch die Verhältnisse sind. Sprich, hat es denn auch eine Möglichkeit, einen Sinn gegen bestimmte Muster anzukämpfen? Wir haben mal als ein Modell die männliche und die weibliche Stimme der Moral herausgepickt, weil das schon mal so eine schöne Erklärung gibt für Unterschiede. Und zwar ist es eine stufenorientierte Forschung zum Thema Moral. Da hat bereits Jean Piaget angefangen. Also Moral ist ein zentrales Thema der psychologischen Entwicklung des Charakters, wo man sagt, nach welchen moralischen Regeln wird ein Verhalten beurteilt, sowohl das eigene wie auch ein anderes Verhalten. Und mit dem hat sich schon Jean Piaget, der sich die Kindheitsentwicklung untersucht hat, vertieft befasst. Und anschließend hat Herr Kohlberg, Laurence Kohlberg, sich dann sehr, sehr intensiv mit dieser moralischen Entwicklung befasst. Und er hat zu Beginn nur geforscht an Jungs, wie entwickelt sich bei Knaben diese Stimme der Moral. Und interessanterweise, als er dann angefangen hat, Frauen oder junge Mädchen zu untersuchen, hat er festgestellt, dass die Mädchen in der moralischen Entwicklung hinterherhinken. Erst eine seiner Studentinnen, die Carol Gilligan, die hat dann angefangen, ganz explizit die weibliche Stimme der Moral zu untersuchen und hat festgestellt, dass in der Regel Frauen etwas andere moralische Regeln verfolgen. Und dass natürlich das dazu führt, dass sie nach männlichen Kriterien beurteilt rückständig sind. Aber man kann sagen, die Männer sind dann bezogen auf die weibliche Moral meistens etwas rückständig. Es ist aber nicht so, dass
Männer und Frauen ausschließlich jeweils männliche oder weibliche Moral verfolgen, sondern es ist sehr, sehr unterschiedlich. Es geht also bei diesen männlich-weiblich-Prinzipien so um eine Bandbreite. Sie sehen die Prozentsätze, also 38% der Männer und 8% der Frauen verwenden ausschließlich eine geschlechtsspezifische Moral. 23% der Frauen und 0% der Männer gebrauchen ausschließlich die Fürsorgekategorie, das ist die typische weibliche Orientierung, moralische Orientierung. Und 66% der befragten Personen brauchen beide moralischen Stimmen. Allerdings mit einer starken Konzentration auf jeweils eine der beiden Stimmen. Und 31% weisen eine moderate Konzentration auf eine der beiden Stimmen auf. Also man sieht, es ist nicht eindeutig. Also es gibt Männer, die relativ weiblich funktionieren und Frauen, die relativ männlich funktionieren. Und es gibt extrem männlich funktionierende Männer und extrem weiblich funktionierende Frauen. Und das macht die ganze Beurteilung und Einteilung auch etwas kompliziert. Trotzdem sind die beiden Kategorien sehr hilfreich als Orientierungspunkt. Vielleicht müssen wir aber auf die beiden Kategorien auch nochmal eingehen im Sinne von Beispielen. Was bedeuten sie tatsächlich? Und wir haben ja einige Beispiele für die Gerechtigkeit und für die Fürsorglichkeit zusammengetragen. Also beispielsweise bei Männern, dort werden die Spielregeln geklärt und dann, wir erleben das vor allen Dingen im Sport, im Spiel, aber auch durch akzeptierte Moderation oder Schiedsrichter, funktionieren diese Hierarchiespiele gut und wir sehen eine vorbildhafte Fairness geradezu in Sportarten, denen man das vielleicht sonst so nicht ansieht, wie im Eishockey oder im Rugby. Dort werden die Spielregeln von allen akzeptiert und tatsächlich auch eingehalten und so auch vorgelebt. Und es gibt nicht wilde Diskussionsrunden, beispielsweise auf dem Spielfeld, wie wir das in anderen populären Sportarten, wie zum Beispiel im Fußball, kennen. Wenn die Legitimation geklärt ist, das heißt, es gibt auch eine Akzeptanz von Hierarchie im Sinne von, da ist ein Ältester oder da ist ein Ältestenrat, da gibt es ein Familienoberhaupt, einen Firmengründer. Und diese Hierarchie wird dann von den anderen als gerecht empfunden, weil sich der Eigentümer der Hierarchiestufe diese erworben hat. Und das ist für alle die, die dann in diesem Kontext damit zu tun haben, durchaus legitim und kein Problem. Es gibt auch Treffen, wo man sagt, die Menschen, die Männer finden sich auf Augenhöhe. Das können dann beispielsweise Titel oder Rollen sein, wo man sich gegenseitig akzeptiert, weil man sich in einem akademischen Kreis oder in einem Kreis von CEOs findet. Oder es kann auch beispielsweise in der Kunst zu finden sein, wenn man sagt, wir geben uns gleiche Rechte. Es ist aus der Musik bekannt, dass manchmal ganze Bands oder eben Duos wie Lennon McCartney von vornherein sich darauf einigen, immer als gemeinsame Autoren unterwegs zu sein. Und das könnte man fortführen in Bereichen von Netzwerken oder auch Seilschaften, je nachdem, ob man dem einen positiven oder auch negativen Aspekt geben möchte, wo man dieses Gerechtigkeitsempfinden und diese Hierarchie als gerecht empfindet, immer wieder treffen kann und tatsächlich selten zu Problemen führt. Ja, und dann, was heißt die Moral oder was steht als moralische Regel bei den Frauen im Vordergrund? Bei der typisch weiblichen Moral, da geht es um Fürsorglichkeit. Also das heißt, dass man sich gegenseitig umeinander kümmert, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man füreinander da ist. Und eben dieses Krabbenkorb-Phänomen, das heißt, Krabbenkorb bedeutet eigentlich, man sagt, man kann Krabben in einen Korb legen und man braucht keinen Deckel drauf zu legen, weil wenn eine Krabbe raufkrabbelt, sorgen die anderen Krabben dafür, dass man sie wieder herunterholt. Also das heißt, es kann zwar ganz, ganz kurzfristig eine Frau mal Führung übernehmen, aber dann holt die Gruppe sie wieder zurück. Also Augenhöhe ist ein sehr zentrales Thema in dieser Fürsorglichkeitsmoral bei den Frauen. Und was hier jetzt so aufgelistet ist, sind vor allem die Nachteile, wenn Frauen sich in männlichen Umfeldern verhalten. Also es gibt so dieses Phänomen, dass sich zu viel zu kümmern und sich überall einzumischen. Das ist
mir selber nie aufgefallen. Ich habe das wahrscheinlich als Führungskraft auch gemacht. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass ich das auch gemacht habe und dass ich wahrscheinlich gewisse Mitarbeitende ab und zu mal genervt haben über mein mich zu viel kümmern. Und das kann ich jetzt, das habe ich eigentlich gelernt von einem Beraterkollegen, der mir das wirklich von vielen ranghohen Frauen aufgezeigt hat. Und das ist für mich inzwischen etwas, was ich auch immer wieder beobachte, dass Frauen sich manchmal über mehrere Hierarchiestufen nach unten einmischen, was die für die unteren Stufen dann die Führungskräfte teilweise wirklich sehr irritierend ist. Und auf der anderen Seite identifizieren sich die Frauen halt damit, dass sie sich um die Probleme kümmern, dass sie nicht die Dinge einfach liegen und schleifen lassen. Es kann auch dazu führen, dass, weil Frauen sich zu viel kümmern, dass sie dann zum Beispiel die Mitarbeitern keine Fehler machen lassen wollen, also dass sie ein bisschen dann auch zum Entwicklungshindernis für die Mitarbeitenden werden können. Das kann ich jetzt nicht ganz so durchgängig beobachten, aber das, glaube ich, ist schon beobachtbar, gerade von Frauen in der Führung. Dann haben Frauen die Tendenz, Entscheidungen immer wieder zu hinterfragen. Also das heißt, weil man sehr nach individuell passenden Lösungen für jeden Menschen sucht. Bei Männern geht es eher darum, dass man normiert, standardisiert, Regeln festhält, Rollen beschreibt und dann ordnen sich alle diesen Spielregeln unter oder man sagt, okay, man diskutiert eine Runde und dann wird entschieden und dann ist erledigt. Ist bei Frauen immer alles im Fluss. Also Regeln sind immer verhandelbar, Entscheidungen werden immer wieder hinterfragt. Das hat den Vorteil, dass man hochgradig anpassungsfähig ist, aber hat natürlich den großen Nachteil, dass alles immer im Fluss ist und nicht sehr flexibel, nicht sehr stabil und man häufig auch nicht weiß, was gilt. Eben dieses Prinzip, so individuelle Lösungen für jeden eine passende Lösung, fürsorgliche Lösung zu finden, ist eine der Stärken, aber das hat natürlich auch Nachteile, gerade in einem männlich geprägten Umfeld. Und für Frauen steht so die Beziehung sehr im Zentrum. Also eine gute Beziehung aufrechtzuerhalten ist eine Stärke der fürsorglichen Moral der Frauen. Ja, und dann sind wir weitergegangen für Organisationen, das Gleiche nochmal zu betrachten. Und auch hier gibt es durchaus Beispiele für typisch weibliche, typisch männliche und gemischte Organisationen. Also ich habe als Organisationsentwicklerin irgendwann gelernt, dass es typisch männliche und typisch weibliche Organisationen gibt. Und meistens hat es in weiblichen Organisationen mehr Frauen und in männlichen eher mehr Männer. Das muss aber überhaupt nicht sein. Man muss wirklich gut hinschauen, welches Prinzip gilt hier. Und wenn man von außen in so eine Organisation hineinkommt, kann man nicht einfach dieses Prinzip ignorieren. Man muss sich diesem Prinzip sehr wohl bewusst werden und sich dem auch unterordnen. Und gerade an der Stelle entstehen sehr viele Missverständnisse. Also typische weibliche Organisationen, in denen dieses Moral der Fürsorge im Vordergrund steht, nicht erstaunlich, ist zum Beispiel die Pflege, Sozialarbeit, Schulpsychologen in Kitas und Kindergärten, ist gut nachvollziehbar. Dass hier die weibliche Moral vorherrscht. Das heißt aber, das ist nicht nur in der Dienstleistung gegenüber den Kunden dieser Organisation, sondern auch in der Organisation selber, wie man miteinander umgeht, herrscht in der Regel das typisch weibliche Prinzip vor. Ja, und in typisch männlichen Organisationen, nicht ganz überraschend, finden wir neben vielen Wirtschaftsbetrieben, sowohl in der Finanzwirtschaft als auch in der Produktion und anderen, die Klassiker, die man sich sofort dabei vorstellt, Armee, Polizei, also Bereiche, wo tatsächlich erstmal über eine Befehlsgewalt die Hierarchie sichergestellt wird, diskutiert werden kann dann später. Wir sehen es aber auch in der Staatsanwaltschaft oder vor Gericht, dass es eine klare Hierarchie gibt. Wir haben sie an Ausbildungsstätten wie Universitäten immer noch und auch durchaus bei Ärzten, alles das sind durchaus typisch männliche Organisationen. Besonders herausfordernd ist es, wenn gemischte Organisationen entstehen, also wenn die verschiedene Berufsgruppen aufeinandertreffen und dann in einer gemeinsamen Organisation arbeiten, weil da sind dann die Missverständnisse, wenn man das nicht sauber herausarbeitet und bewusst macht, entstehen unglaublich viele Missverständnisse. Berühmt unter Organisationsentwicklern sind Spitäler.
Man bezeichnet die teilweise sogar als Beratungsresistenz, weil diese drei Parallelorganisationen, man hat eine Verwaltung, die ist in der Regel männlich organisiert, man hat die Ärzteschaft, die ist sehr männlich organisiert. Interessanterweise auch dort, wo heute mehr Ärztinnen sind, ist nach wie vor eine sehr männlich geprägte Organisationskultur. Und in der Pflege, die ist weiblich organisiert. Und da gibt es gegenseitig sehr viele Abgrenzungen, Missverständnisse, wenn man von diesen unterschiedlichen moralischen Prinzipien ausgeht. Dann kenne ich persönlich aus verschiedenen Jugendstaatsanwaltschaften die Zusammenarbeit von Juristen und Sozialarbeitern. Die Juristen sind eher stark männlich orientiert in der Moral und die Sozialarbeiter stark weiblich. Egal, ob das jetzt Männer und Frauen sind. Und da prallen wirklich zwei absolute Welten aufeinander. Und da mache ich die Erfahrung, dass es hilfreich ist, diese verschiedenen moralischen Prinzipien und die Erwartungen diskutierbar und verhandelbar zu machen, als Ansatz des gegenseitigen Respekts und dann langsam so eine Qualität zu entwickeln, wie man die Dinge gemeinsam anpacken kann. Und hier ein drittes Beispiel dieser gemischten Geschichte ist Schulen, wo wir als Organisationsentwickler heute so einen Mix von männlichen und weiblichen moralischen Prinzipien beobachten, das aus meiner Sicht auch noch nicht so ganz geklärt ist. Ja, und tatsächlich für diese Organisation gelten dann auch weibliche und männliche Machtformen. Und die Machtposition qua Amt, die eben nicht diskutabel ist, die finden wir beim Militär eben wieder, wie bei der Polizei, in den Kirchen und nicht nur bei der katholischen. Wir finden sie aber auch da, wo sie einen ganz praktischen, notwendigen Bezug hat, wie beispielsweise bei einem Schiffskapitän. Und jetzt nicht, weil der vielleicht Ehen schließen darf, sondern insbesondere, weil der in Notfall oder bei Schwierigkeiten auf hoher See tatsächlich die Entscheidung schnell und ohne große Diskussion treffen muss. Und auch hier das Beispiel nochmal des Schiedsrichters beim Rugby. Rugby ist zwar tatsächlich ein sehr männlicher, harter Sport, aber die Hierarchie auf dem Platz ist so groß, dass nur der Mannschaftskapitän einer Mannschaft den Schiedsrichter überhaupt ansprechen darf. Das heißt also, auch hier gibt es eine klare Machtposition qua Amt, die ist ihm für dieses Spiel zumindest gegeben und wird nicht diskutiert. Und damit sind diese männlichen Organisationen mit sehr starken Machtpositionen ausgestattet, die nicht nur von allen akzeptiert werden müssen, sondern wo es auch tatsächlich zu Irritationen führt, wenn das jemand nicht tun würde. Bei den Frauen kann man hohe Anerkennung in der Gruppe erreichen und damit auch Macht, wenn man sich auf der Beziehungsebene stark zeigt. Also weil man sich um andere kümmert, weil man sich für das Wohl der Gruppe einsetzt, weil man sich um die Bedürfnisse der anderen kümmert und weil man sich auch für andere aufopfert. Das sind so typisch weibliche Werte, die einem Anerkennung in der Gruppe geben und damit auch eine gewisse Machtposition. Sowohl bei Männern und bei Frauen finden wir bei beiden eine Macht im Fachexpertentum, also indem, dass ich meine Fachkompetenz zum Beispiel über eine gute Argumentation oder über ein gutes Projektergebnis oder was auch immer unter Beweis stelle, können sowohl Männer wie Frauen gleichwertig Anerkennung und Macht erreichen. Und auch über ganz konkrete Leistungen und Erfolge können Männer und Frauen gleichwertig um Macht eigentlich und Anerkennung kämpfen. Jetzt für die Schwierigkeiten von Frauen in männlichen Organisationen, respektive auch umgekehrt, aber ich kenne vor allem das Problem von Frauen in männlichen Organisationen, möchte ich kurz auf die systemischen Prinzipien eingehen. Diese systemischen Prinzipien wurden in den 50er, 60er Jahren des, oder vielleicht 40er, 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts erarbeitet. Man hat wissenschaftsübergreifend Systeme untersucht und nach Regeln gibt es Regeln, die die Stabilität von Systemen erhöhen. Also man hat da in der biologische Systeme untersucht, soziologische Systeme, Wirtschaftssysteme, also verschiedenste Formen von Systemen und man ist tatsächlich auf solche Regeln gestoßen. Also das erste ist anerkennen, was gegeben ist, dass man Realitäten nicht leugnet. Dann gibt es ein zweites Prinzip, ist Recht auf Zugehörigkeit,
weil das vermittelt Sicherheit. Also man darf niemand einfach aus einem System heraus entfernen, rausschmeißen. Außer man kann auf lange Sicht, kann sich jemand das Recht auf Zugehörigkeit verwirken, aber es gibt so eine gewisse Stabilität. Und jetzt dieses dritte Prinzip ist die Akzeptanz der höheren Ordnung. Also wenn es eine höhere Ordnung gibt, wie Demokratie oder eben Hierarchie oder gemeinsame Regeln, dann ist es unglaublich wichtig, dass alle sich an diese Regeln halten, denn diese höhere Ordnung dient dem Auflösen von Pattsituationen. Also wenn jemand diese höhere Ordnung nicht anerkennt, dann entsteht ein Problem im System. Dann das nächste würde ich kurz auslassen, das ist für die aktuelle Debatte nicht wichtig. Relativ weit unten ist der Vorrang des höheren Einsatzes. Also das gibt, ist ein gewisses Prinzip, dass man ein bisschen höhere Rechte hat, wenn man sich sehr einsetzt, aber das wird häufig überschätzt. Und auch der Vorrang der Kompetenz berechtigt in der Regel nicht, sich über andere zu stellen. Jetzt, das ist so die Ausgangslage für eine Störung, die ich immer mal wieder beobachte. Du könntest jetzt, glaube ich, auf die nächste Folie wechseln, Lodo. Danke. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass es Frauen gibt, die dieses männliche Hierarchiespiel nicht wirklich erkennen. Also, und ich möchte gerne ein ganz konkretes Beispiel erwähnen. Das war das erste Mal, dass mir das begegnet ist. Das war eine Ausländerin, die zu mir ins Coaching kam und sie hat gemerkt, dass sie irgendetwas falsch macht. Weil die war in einer recht hohen Führungsposition in einer Versicherung und ihr Chef hat sie, man kann sagen, eigentlich gemobbt. Also so ganz kleinliche Geschichten, sie musste sich bei ihm immer melden, wenn sie mit jemand anderem ein Meeting haben musste, musste sie ihn vorher fragen. Sie musste sich immer melden, wenn sie mal nach der Blockzeit ihre Arbeit angefangen hat. Sie musste jede Präsentation, die sie vor irgendeinem Gremium halten wollte, musste sie zuerst mit ihm vorab stimmen. Also es war so deutlich, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und sie hatte den Eindruck, dass sie irgendeine Schweizer Regel nicht richtig beachtet, dass sie da irgendetwas falsch macht. Und ich habe dann im Gespräch relativ schnell gemerkt, dass sie diese männliche Hackordnung nicht beachtet, dass sie ihrem Chef, sie hat nicht die Idee gehabt, dass sie ihn am Stuhl ihres Chefs sagen will, aber sie hat ihm auch nicht viel, sehr viel Achtung entgegengebracht. Es war offensichtlich nicht ein sehr starker Chef und sie war eine sehr, sehr starke Frau. Und damit hat sie diese hierarchische Regel hat sie damit nicht beachtet und sie hat damit ein wichtiges systemisches Prinzip nicht beachtet. Und das Spannende war, dass ich, als ich ihr das erklärt habe, sie hat es fast nicht glauben können, dass das so Auswirkungen hat und wir haben dann vereinbart, dass sie einfach ihrem Chef Zeichen gibt, dass sie ihn in seiner Position achtet. Und nach 14 Tagen ruft mich diese Frau an und sagt, also sie versteht die Welt nicht mehr. Es sei wie 180 Grad gedreht. Also sie konnte das fast nicht glauben, dass das tatsächlich so essentiell war. Und diese Erfahrung hat sich für mich mehrfach immer wieder bestätigt bei sehr starken Frauen, die einen relativ schwachen Chef hatten, dem sie diese notwendige Unterordnung nicht anerkannt haben. Bei Männern ist mir das noch nie untergekommen, diese Konstellation. Ja, und dann haben wir den umgekehrten Fall, dass die Frauen das Spiel durchaus erkennen. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich die Strategie, um diesem Spiel zu begegnen? Die eine Möglichkeit ist, man spielt mit. Das Beispiel gerade von Barbara zeigte, dass es tatsächlich die Beziehung zur männlichen Führungsperson verbessern kann. Andererseits eben die bestehende Hierarchie und ihre Auswirkungen manifestiert. Insofern kann man sagen, ja, es macht das Leben leichter und es macht sicherlich vieles in diesem System leichter und einfacher. Aber man muss tatsächlich eben bereit sein, dann dieses Spiel mitzuspielen und zu verstehen, welche Rolle man dort einnimmt. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Frauen die Spiele erkennen und das männliche Spiel spielen. Und tatsächlich können diese Muster dann funktionieren, neben der Anerkennung, aber eben der Preis, die männlichen Machtspiele adaptiert zu haben. Ich habe hier als Beispiel erwähnt die Geschichte der Polgerschwestern im Schach. Das ist jetzt gar nichts in Organisation. Aber tatsächlich gab es die Polgerschwestern, deren Vater entschieden hatte, dass sie nur
gegen Männer Schach spielen sollen. Und siehe da, die Polgerschwestern haben zum damaligen Zeitpunkt die höchsten Punktzahlen in der internationalen Wertung erreicht, die Frauen überhaupt jemals erreicht haben, und waren in der Weltrangliste damit weit vor den damaligen Schachweltmeisterinnen, weil sie tatsächlich offensichtlich andere Themen, Beziehungen, Gedanken oder eben auch spielerische Möglichkeiten in diesen rein männlichen Turnieren gefunden haben, als wenn Frauen gegen Frauen spielen. Und tatsächlich ein sehr überraschendes Ergebnis, deswegen auch relativ bekannt. Und Frauen können natürlich auch die Spiele erkennen und es anders schaffen. Das ist aber in bestehenden Hierarchien nur mit Unterstützung möglich und braucht in der Regel dann, ob formell oder informell, mächtige Moderatoren oder Mentoren, die das unterstützen. Ansonsten aber, wie bereits am Anfang als tatsächlich möglicher Ausgang benannt, eine scheinbare Sisyphus-Aufgabe, sich da immer wieder behaupten zu müssen, weil sehr intensiv und sehr Energie- und Kraftraum möglicherweise. Jetzt vielleicht den Zusammenhang zur Stufenentwicklung hier auf diesem Bild. Für die, die Stufenmodelle kennen, das ist die Einteilung der Stufenentwicklung nach Jan Löwinger, also nach der Ich-Entwicklung. Das hat im Unterschied zu denen, die Spiral Dynamics kennen, den Unterschied, dass es die Stufe Orange ist in zwei Stufen unterteilt, nämlich diese Stufe 5 und 6. Und ab da verändert sich dann auch die Nummerierung. Und es hat auch ein paar inhaltliche kleine Unterschiede. Vor allem ist das System von Löwinger ist eher strukturell. Es geht darum, wie Menschen handeln können, nicht unbedingt nur, nach welchen Werten sie sich orientieren. Wenn wir die ganze Geschichte von männlich, weiblich und Hierarchie und so weiter anschauen, dann ist heute eigentlich ziemlich erwiesen, dass vor der Erfindung der Hierarchie, das ist nämlich nicht naturgegeben, sondern das wurde von Menschen irgendwann erfunden, vor dieser Erfindung, also als die Menschen noch als Sammler und Jäger unterwegs waren, waren sie in relativ kleinen Gruppen unterwegs, ein paar Dutzend Leute maximal, und da gab es eine relativ große Gleichheit. Also das heißt, Frauen übernahmen spezielle Führungsrollen, Männer übernahmen spezielle Führungsrollen, vor allem entlang von Fähigkeiten. Und mal war eine Person in der Führung, mal war eine andere Person in der Führung, und das hat je nach Kompetenzen hat das offensichtlich gewechselt. Und es gab also tatsächlich auch sehr starke weibliche Führungspositionen, und interessanterweise gab es vor allem auch sehr starke weibliche Gottheiten. Mit der Sesshaftigkeit hat sich das geändert. Was hat sich vor allem geändert? Mit der Sesshaftigkeit kamen plötzlich sehr viel größere Menschengruppen zusammen und man hatte eine hohe Komplexität und man brauchte ein höheres Prinzip. Also wir haben ja gesehen, Hierarchie dient eigentlich dem Auflösen von Pattsituationen, dient dazu, eine höhere Ordnung herstellen zu können. Also das heißt zum Beispiel die Verteilung von Nahrungsmitteln unter Tausenden von Leuten, das verlangte damals die Bildung einer Hierarchie und auch einer Bürokratie. Und man weiß aus ganz frühen ersten Städten, dass die relativ schnell zerbrochen sind, als sie dieses hierarchische Prinzip noch nicht entwickelt hatten. Also das war wirklich um die Organisation von größeren Menschengruppen zu ermöglichen, musste so etwas wie Hierarchie erfunden werden. Und zuerst war das wirklich sehr klar, eine Gruppe von Menschen übt Macht über andere aus. Also in dieser Stufe 3 geht es wirklich um Macht und Kontrolle, die Menschen über andere ausüben. Der Vorteil dieser ersten Hierarchiestufe war, dass die Hierarchie noch relativ transparent war. Das heißt, es war Aufstieg und Abstieg möglich. Also es war nicht so, wenn man mal in einer unteren Stufe geboren wurde, war es nicht unbedingt gegeben, dass man dann in der unteren Stufe bleiben musste. Später dann, also diese Macht und Kontrolle und auch damit verbunden, interessanterweise ist in dieser Stufe auch Besitz quasi erfunden worden. Und die ersten organisierten Angriffskriege, die gab es vorher so in der Form noch nicht.
je mehr Menschen zusammenlebten, also vor allem im Mittelalter dann, kam es dazu, dass man immer mehr feststellte, wir brauchen noch etwas anderes, dass größere Mengen von Menschen zusammenleben können. Und Menschen entwickelten dann so etwas wie Benimmbücher, in denen sie beschrieben, wie man seine Impulse und Triebe zu unterdrücken hat, um die Gruppennorm erfüllen zu können. Also dieses, und das hat sowohl die Gesellschaft verändert, wie auch die Psyche des einzelnen Menschen, wenn man anfängt, Dinge sich selber zu kontrollieren, Normen der Gruppe zu erfüllen, hat das auch psychische große Auswirkungen, weil es wandert jetzt relativ viel ins Unterbewusstsein. Die nächste Entwicklungsstufe war dann eigentlich so hat mit der Industrialisierung begonnen, das Wissenschaftszeitalter, also Newton mit seinen Gesetzmäßigkeiten. Da hat man eine sehr sachliche, tendenziell distanzierte Haltung entwickelt. Man ist sehr selbstbestimmt und unterdrückt seine Impulse, Triebe noch stärker. Und eben, wie gesagt, auch auf der Beziehungsebene ist das eine sehr sachliche, argumentative, klare Ebene, wo man sehr, sehr klaren Rollen und Regeln folgt. Wie muss man hier sein, damit man richtig ist? Und wer diese Normen und Regeln erfüllt, hat eine hohe Anerkennung in der Gruppe. Die Stufe 6 ist eine ziemlich neue Errungenschaft, die ist noch nicht so, also in der Verbreitung her noch nicht so viele Jahrzehnte alt. Also man kann sagen, in der heutigen Zeit ist das Gros der Menschen auf der Stufe 5, sind glaube ich etwa 38%, und 30% befinden sich auf der Stufe 6. Hier ist man einerseits erstmals wirklich unabhängig von der Gruppe, also man löst sich aus dieser ganz, ganz starken Beziehungsorientierung, dass man der Beziehung fast wie untergeordnet ist. Man ist sehr selbstbestimmt und strebt nach persönlichen Zielen. Und auf der anderen Seite in der Beziehung entsteht erstmals so etwas wie Gegenseitigkeit. Man weiß, dass man auf die anderen angewiesen ist, zum Beispiel wenn man in der Arbeit ein Projekt macht, dann ist man sich bewusst, dass man nicht nur von den anderen fordern kann, dass sie einem unterstützen, sondern dass man eben auch etwas beitragen muss, damit die anderen kooperieren. Also das wäre wieder so dieser Beziehungsaspekt. Dominant ist hier das Selbstbestimmte, aber gleichzeitig ermöglicht das auf der Beziehungsebene neue Formen von eigentlich höherer Kooperationsfähigkeit. Also es ist interessant, dass man sagen kann, hier so das männliche-weibliche Prinzip, also selbst wer wirklich ein unabhängiges Ich hat, der selbstbestimmt ist, ist viel eher in der Lage, kooperativ sich mit anderen abzustimmen, als wer so quasi beziehungsmäßig sehr typisch weiblich verflochten mit den anderen ist. In der Stufe 7, das ist im Moment sind das etwa 10% der Menschen, fängt dann eine neue Qualität an. Das, eigentlich kann man sagen, das ist sowohl als auch. Also man will hier möglichst viele Sichtweisen gelten lassen. Man erkennt, dass man in sich selbst aus vielen verschiedenen Aspekten besteht, dass auch andere Menschen sehr unterschiedlich sind, dass nicht alle Menschen gleich sind. Und da passt eben auch jetzt das hinein, dass man so in eine Akzeptanz kommt. Einerseits eine Neugierde, also zum Beispiel, dass Männer neugieriger sind, herauszufinden, ja, wie ticken denn Frauen anders als wir Männer und Frauen umgekehrt. Und dass man auch Freude hat an dieser Andersartigkeit und das nicht mehr unbedingt bekämpfen muss und alle gleich machen muss. Und das geht immer mehr in Richtung von, wie können wir beides gleichzeitig sehen, anerkennen, wertschätzen und uns auf Augenhöhe wertschätzend begegnen. Das wäre so ein bisschen die Stufenentwicklung, wie diese ich-autonome Seite, die eher die männliche Seite darstellt, und diese wir-beziehungsweibliche Seite, wie sich das stufenweise in Richtung immer mehr Gemeinsamkeit entwickelt. Ja, und wenn wir jetzt überlegen, dass wir also genau diese Fragen nach mehr Autonomie und mehr Beziehungswunsch jetzt nochmal so ein bisschen in der Systemtheorie hier in der Stufenentwicklung betrachtet haben, dann stellt sich natürlich die Frage,
ganz praktisch, was passiert eigentlich in Debatten, wenn jemand stark auf Autonomie oder eine andere Person stark auf Beziehung setzt? Und auch, wir sind bei Frauen und Männern, was passiert in einer Partnerschaft mit diesen beiden Grundpolaritäten? Wie verlaufen also tatsächlich solche Gespräche? Und da hat sicherlich jeder Erfahrungen oder auch praktische Beispiele aus seinem eigenen Umfeld, dass es manchmal durchaus schwierig sein kann im Sinne von, man redet aneinander vorbei, du hörst mir nicht zu, auf welcher Ebene bist du eigentlich gerade. Das kann durchaus passieren und auch durchaus in wechselnden Situationen. Und tatsächlich ist die Idee, dass auf den früheren und mittleren Stufen die Autonomiemuster im Vorteil sind, weil es eben tatsächlich wichtig ist, eine gesunde Autonomie zu entwickeln. Und später, das haben wir gesehen in den Beispielen von Barbara, doch die Beziehungsmuster immer wichtiger werden und tatsächlich dieses Interesse oder diese Neugier am anderen und wie das zusammen funktioniert, dazu führt, dass es eine andere Qualität in der Kommunikation und damit auch in dem gegenseitigen Verständnis gibt. Und insofern könnte man jetzt diverse Fragen dazu stellen, was passiert auf den späteren Stufen, wenn man die Polaritäten erkennt, welche Mittel dann zur Verfügung stehen, die Konflikte zu lösen. Und da sind wir, glaube ich, aber tatsächlich schon in einer Debatte und in einer fast weiterführenden Veranstaltung. Deswegen ist es von uns durchaus beabsichtigt, eine ganze Menge Fragezeichen einfach zu stellen und Fragen zu stellen. Und mit der etwas nochmal zum Schluss provokanten Überschrift, was kann ich nicht, aber mein Partner oder meine Partnerin oder umgekehrt. Ja, sehr schön, danke. Das war jetzt, wenn ich es zum zweiten Mal höre, noch mal aufschlussreicher als beim ersten Mal kommt das so überein, nicht? Obwohl ich auch schon ein bisschen was über Stufenentwicklung weiß. Ich habe übrigens mit Barbara auch schon ein Gespräch geführt letzten Sommer und das ist auch bei der thewisdomfactory.net zu finden und ich werde es dann auch verlinken. Mir sind einige Fragen aufgegangen. Ja, zum Beispiel, wenn jemand, oh, jetzt habe ich es nicht mehr da, das Bild, aber auf der unteren orangen Stufe ist und jemand anders ist auf der 7. Stufe oder so. Und da merke ich also gerade im gegenwärtigen Experimentierfeld, das sind ja wirklich Probleme, die da auftauchen können. Und jetzt die Frage, wie kann ich denn damit umgehen? Also ich würde die mal übernehmen, Bodo, wenn das gut ist für dich. Ja. Also ich sage eigentlich, Macht ist wie eine Anomalie in der Stufenentwicklung. Normalerweise kann ich sagen, dass ich mit jeder Stufe, die ich durchlaufe, meine Kompetenzen ausweite. Also ich kann Dinge komplexer wahrnehmen, ich kann differenzierter kommunizieren, ich kann aber auch besser zuhören, ich habe mehr Verständnis. Also von Stufe zu Stufe nehmen die Kompetenzen zu. Macht ist einfach das Mittel, das ein Stück weit wie abnimmt. Weil Beispiel die Stufe 3, die macht so wirklich Unterzüge, sage ich mal, die kann sehr emotional, provozierend und so weiter sein. Und wenn man als 7 sehr offen, berührbar, verletzlich sich auch zeigt, was ein Ziel ist, dass wir eigentlich als Menschen uns immer mehr zeigen mit dem, was wir sind und dass wir eigentlich immer mehr auch in Beziehung treten können, weil wir uns nicht mehr so kontrollieren, also die Kontrolle nimmt dann wieder ab, dann sind wir unglaublich schnell verletzt, wenn jemand mit so einer Stufe 3 Macht daherkommt. Aber auch die Stufe 5 kann die Stufe 7 machtmäßig locker quasi ausheben und zwar unglaublich schnell. Also das heißt, frühere Stufen der Macht unterwandern die späteren Stufen der Macht des Miteinanders. Also auf Stufe 7 haben wir so diese Macht des Miteinanders auf Augenhöhe. Das kann unglaublich stark sein, wenn die ganze Gruppe diese Macht lebt, aber ist sehr schnell entmächtigend, wenn frühere Stufen ihre Machtmittel nutzen. Und da hat man einzig und allein die Chance zu sagen, ich lerne, wie ich diese früheren Stufen, ich sage jetzt mal, Patt stellen kann, also dass ich sie so quasi, ich muss sie spielen, ich muss sie quasi wieder gegenhalten können. Und das ist auch eine Errungenschaft der Stufe 8,
die tut sich dann nicht mehr schwer damit, wirklich jede frühere Stufe zu spielen und vor allem auch jede frühere Machtstufe zu spielen. Da ist da allerdings dann die Verführung durch die Macht relativ groß. Aber es ist ein ganz wichtiges Element der späteren Stufe, dass wir keine Angst haben vor Macht, sondern dass wir den Mut haben, Machtspiele auch zu blocken. Und wenn wir sie gut geblockt haben, dann sind wir in der Lage, auf unser späteres Machtspiel einzuladen. Das Konfliktpotenzial ist ja genau an diesem Punkt, wenn wir jetzt gar nicht mal so die Extreme nehmen, sondern es reicht ja tatsächlich, wenn wir sagen, so wie dieses Beispiel 5 und 7, eigentlich müsste derjenige, der in der Entwicklung weiter ist, verstehen, wie dieses Gespräch zu führen ist. Der müsste die Gesprächsführung an sich reißen, die Argumentation und so weiter. Und das kann auch tatsächlich in vielen Runden gut funktionieren, weil da wäre dann, wie beim Fachexpertentum, vielleicht durchaus die Akzeptanz durch die anderen da. Passiert man das aber in einem Unternehmen, wo der Vorgesetzte vielleicht in der Stufe 5 ist und der Untergebene in der Stufe 7 und der 7er versucht immer das Gespräch zu führen und der 5er merkt es ja irgendwann. Also ja, dann ist natürlich dieser Konflikt permanent vorprogrammiert. Der versucht mir hier die ganze Zeit immer was zu erzählen und dann rutschen diese Gespräche sehr schnell auf die emotionale Ebene und verlassen dann unter Umständen die sachliche, weil der 5er einfach auf gut Deutsch gesagt gar nicht möchte, dass der andere ihm immer den Weg weist. Und dann kann es eben genau dazu führen, dass einfach die Machtmittel missbraucht werden im Sinne von, ich beende das jetzt mal hier. Und das ist tatsächlich dann eine sehr, sehr schwierige Konstellation, wo man, wenn man dauerhaft so einen Zustand hat, tatsächlich in der höheren Entwicklungsstufe überlegen muss, kann ich mich die ganze Zeit darauf einlassen? Kann ich das verstehen? Kann ich immer auf diese Ebene gehen? Oder muss ich auch irgendwann einfach die Konsequenzen daraus ziehen, weil es anstrengend ist, tatsächlich hier sich dann nicht mehr auf einer sachlichen, auf einer argumentativ starken Ebene zu unterhalten, sondern ständig sozusagen auf das Bedürfnis meines Vorgesetzten eingehen zu müssen. Da würde ich jetzt gleich gerne einhaken, aus dem Chat eine Frage nochmal euch stellen. Ich lese die mal komplett vor. Macht scheint mir bisher regelmäßig aus einer konstruktiven Komponente, in Klammern der Fähigkeit zu einem befriedigenden Leben beizutragen, Klammer zu, und einer destruktiven Komponente, in Klammern der Fähigkeit, anderen Angst zu machen, sie zu schädigen, sie zu erpressen, Klammer zu bestehen. Beim heutigen Entwicklungsstand der Technik würde es uns allen zum Verhängnis werden, wenn sich nicht bald überall die Erkenntnis verbreitet, dass es für jeden einzelnen Menschen vollkommen nutzlos ist, die destruktive Machtkomponente zu nutzen. Naja, zum einen der Aspekt, der als erstes da genannt wurde, ich glaube, da stehen wir ja voll dahinter, Macht ist immer im Spiel, wir sind immer mächtig in unterschiedlicher Art und Weise, auf unterschiedlichen Stufen. Macht hat immer positive Aspekte, ja, und auch negative Aspekte, aber wir sind durchaus dabei, dass wir sagen, Macht sollte ja auch positiv gebraucht werden und nicht ignoriert oder als etwas Schlimmes verteufelt. Also Macht an sich ist ja erstmal durchaus auch etwas Positives. Die Idee, dass wir versuchen müssen, in dem Zusammenleben und in der Gesellschaft nicht destruktive Elemente oder am Ende Personen und Rollen zu entwickeln, die tatsächlich bei den technischen Möglichkeiten, ob es jetzt hier im Digitalen ist oder am Ende tatsächlich sind wir bei Waffensystemen, hier ihre Machtunterlegenheit oder tatsächlich, was wir gerade hatten, die emotionale Ebene zu missbrauchen, um anderen ernsthaft zu schaden, ja, da ist die Gesellschaft natürlich insgesamt gefordert. Da kann Macht allein die Antwort gar nicht geben, weil wir sehen ja, dass wir gesellschaftliche Veränderungen brauchen, die über die ganzen Sozialsysteme und Gesellschaftssysteme greifen, ob nun eine Demokratie oder tatsächlich eine Autokratie und wo die sich hinentwickeln können. Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil wir auch gerade sehen, in den letzten 20 Jahren haben nicht unbedingt die Autokratien abgenommen. Also genau dieses Machtprinzip zu erkennen, bedeutet eben manchmal auch, diesen leichteren Weg zu gehen, weil diesen männlichen Hierarchien, so wie wir es angesprochen haben, für viele eben tatsächlich auch eine einfachere Form von Klarheit, von Formalismus darstellen. Und Bauer hat ja die eine oder andere Prozentzahl genannt, wenn wir also tatsächlich in den Stufen 6 bis 8 noch in der Minderheit sind, ist es tatsächlich schwierig, das durchzusetzen. Man kann sich das selbstverständlich nur wünschen, so wie in dem Chatbeitrag auch benannt. Aber ein sehr, sehr schwieriges Thema, die destruktiven Teile der Macht, diesen Rollen zu entreißen.
Ja, danke. Und ich möchte auch noch mal auf den Unterschied der Machtausübung zwischen, sagen wir mal, Männern und Frauen kommen. Denn Männer ist es ja meistens die Stärke. Ne? Ich hab die Macht, kann dir sagen, was du willst. Und bei Frauen ist es ja eigentlich mehr, dass sie manipulativ unterwegs sind und es oft gar nicht merken. Das ist eine Frage. Diese unbewusste Machtausübung, je höher wir in der Stufe sind, desto mehr haben wir die Tendenz, das ein bisschen zu erkennen in uns selber. Auch nicht immer, aber immerhin. Aber man erkennt es in anderen. Und wie kann man dann darauf reagieren, wenn dir das in anderen begegnet? Du willst nicht das Gleiche machen, aber mit Argumenten oder so kommst du dann auch nicht so ganz so gut durch oder mit Versuchen, dass die anderen dich verstehen. In höheren Stufen kannst du natürlich die anderen verstehen und kannst auch das Machtspiel durchblicken. Aber in tieferen Stufen scheint es ja wie eine Normalität zu sein. Das ist eben einfach so, nicht? Wie geht man damit um? Und gerade mit dem Manipulationsdings da. Also ich habe das Gefühl, dass es das Erste ist wirklich tatsächlich, wie du gesagt hast, dass wir das in uns selber erkennen. Und eigentlich, wenn ich sage, Reifeentwicklung hat ja damit zu tun, dass wir immer stärker auch erkennen, also unsere eigenen Anteile an der Geschichte. Und im Prinzip kann ich sagen, in einer späteren Stufe, ich kann jede Situation nehmen, um zuerst eigentlich etwas über mich zu lernen. Also wenn ich sage, ich nerv mich jetzt über dich, dann zeige ich da drei Finger zurück, das sagt häufig mehr über mich als über den anderen. Und wir können eigentlich tatsächlich nie ganz sicher sein, wo jetzt unsere eigene Brille verzerrt ist. Und darum ist es so sehr hilfreich, wenn wir unsere eigenen Anteile anschauen, wird dann eigentlich unsere Urteilsfähigkeit immer klarer. Und das ermöglicht uns dann auch immer klar zu sein in der Machtgrenze. Dass ich dann wirklich einfach erkenne, wenn irgendwelche Spiele laufen, zum Beispiel manipulative Spiele, kann man sehr gut einfach, also quasi, es ist wie dann zu erkennen, lasse ich mich da hineinziehen und dann, ich muss eigentlich gar nicht erreichen, dass der andere das Spiel aufhört. Ich muss erreichen, dass ich mich nicht mehr hineinziehen lasse. Oder wenn jemand sehr aggressiv vorgeht, dass ich da nicht mehr so zurückstrecke, sondern sage Stopp. Und eigentlich, ich kann ganz, ganz viel erreichen dadurch, dass ich meine Spielbeiträge sehe und meine Spielbeiträge ändere und damit klar werde. Und damit werde ich eigentlich auch immer souveräner im Umgang mit diesen verschiedenen Machtspielen. Und dann bin ich ihnen auch nicht mehr so hilflos ausgeliefert. Und dann wird es immer auch Spiele geben, wo ich sage, okay, klares Urteil, habe ich da eine Chance? Es gibt auch Spiele, wo ich sagen kann, nee, ich habe keine Chance. Dann kann ich auch entscheiden, gehe ich weg oder spiele ich das Spiel mit im Wissen, dass es ein Spiel ist und schütze mich dadurch, dass ich quasi wissentlich mitspiele. Also das sind dann noch so Möglichkeiten. Aber das wäre so mein Ansatz, mit diesen Machtthemen umzugehen. Danke. Der eine Punkt, glaube ich, ist, wenn du jetzt tatsächlich in der bilateralen Situation bist, ne, dass man sagt, okay, ich bleibe bei meinen ethischen Grundprinzipien, die lasse ich auch nicht angreifen, die würde ich auch immer verteidigen. Aber in der Diskussion oder in der Argumentation, so wie Barbara sagt, kann ich auch überlegen, ob ich ein Stück weit mich darauf einlasse und mal in diesen Wettbewerb gehe und dann auch wieder rausgehen kann. Schwieriger ist die Situation jetzt wieder im Unternehmenskontext, wenn tatsächlich Personen eben immer wieder, und wie du schon sagst, Heidi, ob nur bewusst oder unbewusst auch dieses manipulative Spiel spielen. Und andere sind betroffen, die sich dann an einen wenden, weil man beispielsweise als Führungskraft verantwortlich ist. Und da muss man tatsächlich dann eben hinführen, dass man sagt, okay, die Betroffenen auch dahin führen, dass sie sagen, okay, ist es wirklich dein Spiel? Lässt du dich da nur reinziehen? Bezieh dich bitte auf dich. Guck mal, nur weil jemand etwas gesagt hat, ich muss nicht immer darauf anspringen, nur weil irgendjemand etwas gesagt hat. Und die manipulieren tatsächlich auch manchmal auch in ihre Schranken zurückweisen, auch im Sinne von, wo stehst du eigentlich, was ist eigentlich dein Bedürfnis, wo ist eigentlich das Problem? Damit wird man nicht verhindern, dass sich das wiederholt, das ist zumindest meine Erfahrung, aber man kann zumindest den Betroffenen Muster an die Hand geben, wie sie sich verhalten können, an wen sie sich wenden können oder eben in einem Gespräch das tatsächlich ein Stück weit sogar ansprechen, wer ist hier eigentlich mit wem unterwegs und zu welcher Thematik. Das ist durchaus Aufwand, aber er ist manchmal notwendig, um die sozialen Beziehungsgeflechte, die ich auf Arbeit nicht einfach zerstören kann, ich kann nicht einfach sagen, dann kündige doch, über lange Zeiträume aufrechtzuerhalten.
Organisation ist ja ein Konstrukt, was Abstraktes. Menschen sind was Reales und nun besteht aber dieses Konstrukt Unternehmen oder Organisation aus Menschen. Wie wichtig ist jetzt dieses Thema letztendlich für das Unternehmen, was wir heute hier besprechen und ansprechen? Oder welche Relevanz hat das im täglichen Doing für Organisationsentwickler, für Manager, für Führungskräfte, für Projektmanager, für diese ganzen Berufsgruppen, die da unterwegs sind? Magst du oder soll ich? Naja, wir können ja beide nochmal versuchen, du gerne nochmal aus dem Beratungskontext und ich eher so aus der internen Unternehmenssicht, aber fang gerne an. Also für mich ist es ein extrem relevantes Thema. Das ist im Zusammenleben, ist egal wer mit wem ein Gespräch führt, macht, ist immer ein Thema. Von vielen Menschen ein völlig negiertes Thema, und solange ich es negiere, bin ich ihm einfach ausgeliefert. Und das macht relativ schnell hilflos. Und in Organisationen ist eigentlich eine Schlüsselfrage, also wenn ich sage, ich organisiere, dann ist das letztlich immer irgendwie mit der Frage verbunden, wie verteile ich Macht? Also eigentlich ganz, ganz viele, also sowohl die Hierarchie, wie Prozesse, wie Rollen, wie Entscheidungen, das sind eigentlich immer Elemente, die mit Machtanteilen verbunden sind. Also es geht unglaublich stark im Hintergrund immer um diese Machtfrage. Und ich merke einfach, also ich habe das für mich selber gemerkt, dass es mir immer besser geht mit dem Thema, je besser ich es verstehe. Und früher war das für mich irgendetwas Schlimmes, Machtspiele und so weiter. Und heute sage ich, nee, es ist eine Notwendigkeit. Und es macht durchaus zum Beispiel auch Sinn, dass man zum Beispiel, also Bodo hat vorhin von argumentativen Machtkampf gesprochen. Das kann hochgradig sinnvoll sein, um in einer harten Debatte herauszufinden, die verschiedenen Standpunkte zu klären und dann wirklich herauszuarbeiten, ja, was ist jetzt der stärkste Standpunkt bezogen auf diese Sachfrage? Oder dass wir einen Wettbewerb haben über welches Muster ist erfolgreicher als ein anderes. Also das... Und es gibt Situationen, wo sogar dieses klare Macht übersinnvoll ist, zum Beispiel in Taskforce-Situationen. Aber der bewusste Umgang finde ich extrem wichtig. Und dieses männlich-weiblich, eben, da stelle ich auch fest, wenn Frauen dieses männliche Prinzip nicht verstehen, dann rennen sie quasi, dann rennen sie gegen die Wand und verstehen die Welt nicht. Und sobald sie das Muster kennen, kann man sich dem eigentlich relativ einfach anpassen. In den 60er Jahren hat man sich ja gegen jegliche Macht gewendet. Ja, das wurde ja Macht immer verstanden als abusive, also als missbrauchende Macht. Ne? Was du jetzt gesagt hast, verstehe ich eigentlich, dass man Macht in jedem Moment hat. Es fragt sich, wie viel man auch nimmt, wie viel man sich erlaubt zu nehmen und wie man die ausübt. Nicht? Aber ich wollte nochmal auf die Frage von Ramona eingehen, insbesondere vor dem Hintergrund Frauen und Männer. Also in dem Bewusstsein kann man tatsächlich achtsamer werden. Ja, und gerade in männlich geprägten Hierarchien, wie wir vorhin schon sagten, so in Wirtschaftsunternehmen, wo ja auch nach wie vor leider in vielen Unternehmen das Verhältnis von männlichen Führungskräften zu weiblichen Führungskräften ein sehr extremes Gefälle hat, kann man beispielsweise ja eben auch als Mann dafür sorgen, dass es auch unter gedachten Männerspielregeln gerechter zugeht. Also beispielsweise erleben wir ja durchaus, es ist nicht immer das Gleiche, wenn eine Frau das gleiche Argument vorbringt und in der gleichen Runde bringt ein Mann das gleiche Argument vor. Und da kann man sozusagen einfach mal mit Achtsamkeit, mit Klarheit, mit darauf hinweisen, dafür sorgen, dass die Männer sich mal selber auch an ihre Spielregeln halten und sie nicht nur, weil beispielsweise ein anderes Geschlecht mit am Tisch sitzt, die an der Stelle wieder aussetzen. Und insofern kann man eine Menge dafür tun, dass Frauen A, nicht nur gehört werden, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern auch eine Chance haben und auch andere damit das Vorbild bekommen und sagen, geh da ruhig hin, und diese Durchmischung macht Sinn. Ne? Diese unterschiedlichen Aspekte, die eingebracht werden, machen Sinn. Und nicht, na, es ist doch einfacher, wenn die Frauen wegbleiben, da haben wir doch gelernt, dann machen wir hier einfach so einen Spielregelkatalog und dann klappt das schon. Und insofern, glaube ich, ist die Idee, das zu erkennen und damit zu arbeiten und darauf zu reagieren und sich das auch zu trauen, weil man die Systematik versteht und die Argumente auf seiner Seite weiß, schon ein ganz praktischer, ja, ich will jetzt nicht sagen fast alltäglicher, aber in die Richtung geht schon Beitrag, den man leisten kann.
Ich würde gerne noch einen kurzen Aspekt aufwerfen zu dem, was Heidi gesagt hat, also dieses ist Macht schlecht oder gut. Im Englischen gibt es für Macht zwei Begriffe, Power und Force, und wir unterscheiden nicht. Und Macht ist natürlich ganz häufig auch Power und nicht nur Force. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade für uns Frauen, die wir die Tendenz haben, glaube ich, Frauen entwerten Macht noch mehr in der Regel als Männer das tun. Dass ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir für uns diese Ermächtigung und dieses Power-Ding uns auch wieder irgendwo zurückerobern und uns das auch erlauben und das nicht nur als schlecht erachten. Ich würde zurückkommen auf die ersten beiden Folien mit meiner Frage. Du hast vom Krabbenkorb gesprochen und dass die Frauen, wenn eine da Führung übernehmen will, die anderen Frauen sie zurückholen. Merken die anderen Frauen, was sie tun? Ist da eine Bewusstheit da? Wie kann ich in die Bewusstheit kommen? Und was braucht es oder ja, was brauchen die Frauen im Ganzen, dass sie sich da entwickeln können? Weil im Prinzip schießen sich ja selbst ins Knie, wie man das im Volksmund so schön sagt. Ja? Wie kommt man aus dieser Spirale, dieses sich um sich sorgen, auf der einen Seite dann, also dass man sich um sich sorgt, das ist ja okay, das darf man ja gerne tun, das ist, aber trotzdem sich hilft und sagt so, ja, also wir kennen es ja alle vom Bausparkassenprinzip, ja, alle zahlen ein, damit einer schon mal sein Haus bauen kann. Wie kriegt man das hin, dass die Frauen das gegenseitig akzeptieren? Also das haben Also was ist dafür nötig? Was können wir, müssen wir Frauen dafür lernen, um da einen Schritt weiter zu kommen? Nicht um die Jungs jetzt irgendwie zu überrennen oder so, sondern einfach um unser Potenzial in die Gesellschaft wirklich einzubringen, weil wir können unser Potenzial ja so gar nicht entfalten. Ich möchte dazu noch was anfügen, und zwar ist es nicht unbedingt nur eine Frauensache. Mir ist sofort eingefallen, dass es oft so ist, dass zum Beispiel in Familien, wo die Handwerker oder sowas sind, und die Kinder wollen dann nach oben, also die dürfen nicht schlauer sein als die Eltern, sagen wir mal so, oder nicht besser sein als die Eltern. Ja, selbst bei Musikern oder so ist das ja, also überall und natürlich nicht immer. Aber ich denke, das ist ein ähnliches Prinzip, oder? Also ich habe das Gefühl, ich habe da diesbezüglich nicht unbedingt eine typische Frauenkarriere durchgemacht. Also ich habe ja als Frau in einem sehr männlichen Umfeld gearbeitet und interessanterweise habe ich wirklich durchgängig die Frauen, die ich angetroffen habe, eine unglaublich hohe Solidarität unter den Frauen erlebt und eine hohe gegenseitige Unterstützung. Also wirklich gegen jedes Ding, dass da Frauen untereinander sich die Augen auskratzen und ich weiß nicht was. Aber vielleicht, Bodo, kannst du mal so sagen, wie du Frauen erlebst, wenn die wirklich so ihr Frauenspiel spielen? Ja, ich glaube, die Frage an der Stelle, jetzt bin ich der einzige Mann in der Runde und soll jetzt erklären, wie die Frauen funktionieren. Aber, ja, man sieht man von außen besser. Ja, was tatsächlich meine Wahrnehmung ist, nehmen wir mal die Konstellation, da sind also lauter Frauen und der Chef ist ein Mann. Ja? Die Idee bei den Frauen, jemand versucht sich einen Vorteil zu verschaffen, ist viel, viel stärker als die Idee, guck mal, da entwickelt sich jemand und der bekommt neue Potenziale, neue Möglichkeiten und Chancen. Ja? Und genau an dieser Stelle ist vielleicht das Problem schon. Also Ramona das gefragt, wie man lösen kann, das müssen die Frauen, sorry, dann schon selber lösen, weil genau an dem Punkt, sobald irgendjemand sich hervortut und da geht und was fragen, wird eher eben gesagt, ja, und warum geht die da ständig hin und ja, und die möchte vielleicht nur mehr Geld oder was auch immer da im Hintergrund spielt. Und genau das macht es der Führungskraft in dem Fall, selbst wenn es auf die Beziehungsebene setzt, eben so schwer hinzugehen und zu erklären, dass es tatsächlich auch durchaus gut sein kann und dass es durchaus solche Karrieren geben kann. Und schon fängt man wieder an, Strukturen zu schaffen, Hierarchien zu schaffen, Rollen zu schaffen, um Unterschiede zu schaffen, die das dann erst im Unternehmenskontext beispielsweise ermöglichen, damit es wieder akzeptiert werden kann. Aber sobald dort eine Gruppe ist, die versteht, dass alle, die wollen, sich beteiligen dürfen, sobald Mehrheiten entstehen, die sich auch durchaus in unterschiedlichen Entwicklungen oder Spezialisierungen entwickeln dürfen, dann ist es eigentlich besser, weil dann versteht man, wir sind nicht alle gleich, sondern diese
Diversifizierung in den Aufgaben und in den Entwicklungen, die möglich sind, die führt dann durchaus dazu, dass da eine Akzeptanz ist, glaube ich. Und wenn dann die Mehrheit so agiert, dann sind vielleicht die Letzten, die eher in einer passiven Rolle sind und sich vielleicht auch gar nicht so entwickeln wollen, vielleicht nur noch ein bisschen, ich sage jetzt mal, schnippisch dabei, aber nicht mehr tatsächlich als Verhinderer. Aber zu dem Punkt nochmal mit den Handwerksbetrieben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Tradition geschuldet, ne? Dieser Wunsch, Nachfolge zu generieren und jedes Ausbrechen aus diesem Lebensplan, die Eltern schon haben, wird sozusagen als Angriff auf die Lebensplanung, die Eltern hatten, angesehen. Und da geht es vielleicht gar nicht so sehr darum, zu verhindern, dass der schlauer wird, um Gottes Willen, sondern eher so die Angst, ne, wieso fängt er jetzt an, Musik machen zu wollen, oder wieso fängt er an, Bilder zu malen, der soll doch hier Fliesen kleben lernen, dass man sagt, es geht gar nicht um Dummheiten, sondern vielleicht ist es einfach die Angst, man verliert hier jemanden in der Planung, die man für die Kinder schon vorgedacht hat. Deswegen würde ich da gar nicht immer bösen Willen oder so oder Bewusstheit unterstellen, sondern vielleicht ist es einfach genau auch die Angst davor, etwas zu tun, was bei einem Selbstverunsicherung auslöst, gar nicht bei den Kindern. Und damit übt man ja Macht aus auf die Kinder. Ja, ja, absolut. Ziemlich heftiger. Ich bestimmte Bahnen gelenkt werden müssen. Barbara? Ja, ich glaube, ist mir jetzt noch ein Gedanke gekommen, also auf die Frage von Ramona, die ursprüngliche, wie könnte dieses Krabbenkorb-Phänomen sich auflösen? Und auch das, was ich beobachtet habe, dass ich eigentlich dieses Krabbenkorb-Phänomen vielleicht aus der Schulzeit kenne, aber nicht später, ist mir plötzlich aufgefallen, ja, in Stufe 4 macht dieses Verhalten der Frauen noch sehr viel Sinn, also in diesen gemeinschaftsbestimmten Geschichten drin, wo wir wirklich, wo sie die gegenseitige Rücksichtnahme ja von der Stufe her auch sehr gefordert ist. Und auch auf den früheren Stufen macht das sehr viel Sinn. Und wir haben ja auch geschrieben, dass ab Stufe 5 Frauen genauso in der Lage sind, sich wettbewerbsorientiert, auch argumentativ, fachlich kompetent zu beweisen. Also ich würde sagen, das war für mich als Frau kein Problem, Fachkompetenz unter Beweis zu stellen und die auch zu erhalten. Vielleicht musste ich am Anfang ein bisschen mehr leisten als Männer, aber ich es ist mir gelungen, mich meine Fachkompetenz unter Beweis zu stellen und auch Anerkennung von Männern und Frauen zu bekommen. Und in Stufe 6 sowieso habe ich das Gefühl, wird das noch lockerer, dass Frauen, wenn sie sehr erfolgreich sind, wenn sie ihre Projekte gut managen, wenn sie ihre Abteilung gut leiten, dass dann eben vielleicht ab Stufe 5, 6 schon dieses Krabbenkorb-Phänomen sich auch reduziert. Aber die Fürsorglichkeit, die bleibt. Also das merke ich, dass diese zum Beispiel sich dann um zu viel zu kümmern zu wollen, die Mitarbeiter zu sehr zu betüteln und so weiter, immer noch bei Frauen sichtbar ist. Aber ich glaube, wenn ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass das Krabbenkorb-Phänomen sich in Stufe 5 und 6 schon ziemlich verflüchtigt. Dass es vielleicht heute gar nicht mehr so stark vertreten ist, wie das lange Zeit, als diese Moralentwicklungsfragen erforscht wurden, war das natürlich noch das dominante Muster der Stufe 4. Ich glaube, das ist so eine Kombination, genau, ich bin da völlig bei dir. Ne? Einerseits die Idee in Stufe 6, ich habe persönliche Ziele, ich darf die auch haben, das wird von den anderen auch akzeptiert. Und wenn dann aber die Fürsorglichkeit nicht verschwindet, also nach dem Motto, ich werde jetzt nicht plötzlich so zum männlichen Sinnbild des Vertrieblers und überroll hier alles, Hauptsache ich, dann ist es durchaus eine akzeptierte Idee im Sinne von, da hat es jemand geschafft. Das muss jetzt bei den anderen nicht dafür sorgen, dass sie sagen, wir eifern dem alle nach, ne? Sondern die anderen könnten dann trotzdem dabei bleiben und sagen, ja, ne? Auch da, ne? Geh da nicht dich anbiedern oder so. Aber ich glaube, diese Idee ab da kann man erkennen, dass und das ist auch durchaus legitim, dass Frauen ihren Weg machen, ihre Karriere machen, ist völlig okay. Ja. Das war ein gutes Stichwort, Karriere machen. Auf der Folie 2 hast du dann, wie war das mit adaptieren? Also man kann sich anpassen, man kann das Spiel mitspielen und dann als dritter Punkt war dann bei mir die Frage, ja und wie könnte so ein neuer Weg aussehen? Können wir da, habt ihr da schon so Ideen? Ist euch da schon was über den Weg gelaufen? Wo kann die Entwicklung in der Zukunft hingehen, sodass die weibliche Energie, die ja anders ist. Ich merke das ja auch im Zusammenspiel mit Bodo. Aber ich wüsste nicht, wie ich das jetzt sozusagen formuliere als allgemeine Empfehlung. Unser Zusammenspiel, wie kann das gesellschaftlich funktionieren?
Was bräuchten wir da? Also ich würde gerne mal den Punkt aufgreifen, warum gibt es gerade auf höheren Führungsstufen immer weniger Frauen? Und also ich bin Anhängerin der These dieser gläsernen Decke. Also das, und ich glaube, wir Frauen limitieren uns da selber. Also das ist jetzt, also wenn ich das auch bei mir beobachte, auf je höher die Hierarchiestufe ist, umso wichtiger werden diese Machtnetzwerke. Und ich merke, ich bin viel zu beziehungsorientiert, um einfach um der Macht willen zu netzwerken. Also ich treffe nicht einfach Menschen um der Macht willen. Das ist so das eine. Und das andere ist auch, dass mich diese reinen Machtspiele, die da gespielt werden, als Frau nicht interessieren. Und ich glaube, das geht vielen Frauen so. Ich habe das auch mit vielen Führungsfrauen diskutiert. Und es gibt so eine These, wo man sagt, es gibt wie so eine gläserne Decke, so ein Mittelmanagement, dass Frauen dann nicht mehr weiter hochsteigen, aber durchaus aus einer eigenen Limitierung. Das würde heißen, Quoten bringen bedingt etwas, die fördern eigentlich die Frauen, die sich absolut gleich verhalten wie Männer, und dann verändert sich dieses Muster nicht. Also ich glaube, es muss sich die Organisationskultur verändern, das wäre eine Reifeentwicklung der Kulturen. Und interessant ist, dass die nächste Stufe, die ansteht, ist eigentlich dann die Selbstorganisation, wo es um eine gewisse, also eigentlich um eine starke Reduktion der Hierarchie bis zur Abschaffung der Hierarchie gibt, wo man dann die quasi das, ein anderes Ordnungsprinzip hat als Hierarchie. Und da glaube ich, dann werden Männer und Frauen sehr, sehr gleichartig in diesen, also das sieht man auch in den Beispielen, die es gibt, die funktionieren, dass da eine hohe Gleichwertigkeit ist von Männern und Frauen, wo man einfach die Frage stellt, wer kann was am besten, und die Person übernimmt dann in dieser Sachfrageführung. Also ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen obsolet, die Frage, wie können wir noch mehr Frauen in dieser Hierarchie nach oben bringen, weil ich glaube, es gibt zwar Frauen, die sich diesem Spiel extrem stark anpassen, und die werden dann eigentlich ein bisschen fast, also die meisten werden dann ein bisschen halt dann wirklich zu Männern. So. Und von daher wäre so meine Hypothese, dass es in die Richtung geht, der organisatorischen Entwicklung in Richtung Selbstorganisation, Gleichwertigkeit, Überwindung der Hierarchie als Ordnungsprinzip. Ja, aber vielleicht nicht mal Überwindung, sondern es gibt ja den Unterschied zwischen Machthierarchie und natürliche Hierarchie. Und was du sagst, ist ja natürliche Hierarchie. Das heißt, je nach Kompetenz übernimmt die Person, die kompetent ist, in dem Bereich die Führung. Und dann meinetwegen 2 Stunden später oder 2 Tage später, wann auch immer, eine andere Person, wenn es um einen anderen Inhalt geht und sie da kompetent ist. Ja. Das wäre schön, wenn wir das so weit bekriegen. Denn ich glaube schon, auch nach dem, was ihr sagt, eine Art von Hierarchie braucht man immer. Du wirst sicher keinen guten Erfolg erzielen, wenn du den Döfsten oder die Döfste an die Spitze stellst. Also dann geht alles den Bach hinunter. Wenn man das anerkennen könnte, dass die Kompetenz einer Person sie in dem Moment befähigt, das zu tun und die Leitung zu übernehmen, das wäre doch schon mal irre, ne? Ich glaube, das sind tatsächlich so verschiedene Aspekte, die da ineinander greifen, und da bin ich ganz bei euch. Also gerade der letzte, den du jetzt gesagt hast, Heidi, ist ja auch die Idee von informeller Macht. Ne? Und wenn ich die habe und wenn ich mich da wohlfühle und die Schulterstücken nicht brauche, dann kann ich ja mich durchaus da einrichten und sagen, wozu brauche ich die Hierarchie? Gab es nicht früher diese Sprüche, alle werden immer so lange noch befördert, bis sie die Position erreicht haben, auf der sie dann unfähig sind? Also wer will denn das? Also auch diese Idee, dass wir mehr darüber nachdenken, Work-Life-Balance kommt ja nicht für umsonst in die Welt als Begriff, wie es uns damit geht und wollen wir das dann wirklich noch oder streben wir es gar nicht mehr an. Aber um auf die Frage von Ramona zurückzukommen, naja, eigentlich bleibt doch nur der integrale Ansatz. Also genau wie Barbara gesagt hat, wer ist da stark? Können wir das gegenseitig akzeptieren, dass wir unterschiedliche Dinge einbringen, unterschiedliche Stärken einbringen und erst die zusammen dann zu einem guten oder sogar besseren Ergebnis führen? Und wenn wir das nicht erkennen und nicht akzeptieren können, dann wird es schwer. Und umso mehr Unternehmen und auch Geschäftsführung von Unternehmen eben erkennen, dass es unter Umständen genau diese Mischung macht. Oder sogar, wir hatten ja Beispiele für unterschiedliche Organisationsformen, sagen, nein, wir entscheiden uns ganz bewusst beispielsweise, da deutlich mehr Frauen haben zu müssen als Männer, weil das uns einfach auf der Beziehungsebene gut tut. Dann haben wir durchaus eine Chance, dass wir sagen,
Da müssen wir irgendwann nicht mehr so viel drüber reden, aber es könnte eben noch lange dauern, weil bis alle diesen integralen Ansatz verinnerlicht hätten, im Sinne von, lass den, der am besten darauf passt, tatsächlich das auch tun. Da sind wir, solange die Männer hauptsächlich mit Ellenbogen unterwegs sind, leider noch ein bisschen entfernt. Aber ich glaube, genau was ihr gesagt habt, durchaus erlebe ich das auch bei männlichen Führungskräften. Man muss nicht immer nach ganz oben streben. Man kann durchaus da seinen Platz finden, wo man sagt, hier kann ich was bewirken und hier werde ich gehört. Und gehe ich noch eine Stufe weiter, dann ist es vielleicht gar nicht mehr mein Leben. Gerade weil du integrale Stufe da hineinbringst. Es ist nicht nur, meiner Meinung nach, lass den tun, der kompetent dafür ist. Ich habe so das Gefühl, dass auf der integralen Stufe viele Leute eben nicht das tun, wofür sie inkompetent sind, sondern so, oh nee, ne? Also gerade so Verantwortung übernehmen in Politik oder sonst was. Ich denke, wo sind die Integralen in der Politik? Und wir beschweren uns über den Mist, der da passiert, aber wir denken, wir könnten das alles eigentlich besser. Also ist es nicht nur auch eine Art von, wir haben von Moral gesprochen, eine moralische Verpflichtung, dass du die Möglichkeit hast und auch anwendest, die du auf den Stufen hast, wo du gerade schon angekommen bist. Ja, also meine Antwort darauf wäre eine zweifache. Also auf der einen Seite mag ich ja am Stufenentwicklungsmodell, wir sind ja durchaus bei Stufe 8 wieder an einem Punkt angekommen, wo wir sagen, es ist eben nicht alles erlaubt. Wir müssen nicht alles tolerieren. Wir können tatsächlich hinzugehen und zu sagen, ach, lass doch die anderen alle machen, was sie wollen. Jeder hat ja seine Freiheiten. Es ist eben genau nicht so. Aber in Stufe 18 hat noch nicht so furchtbar viele Prozentpunkte und Menschen versammelt. Der andere Punkt, glaube ich, Heidi, ist, wenn man sich die Machtstrukturen in politischen Parteien, die bei uns hauptsächlich für die Gestaltung der Demokratie heute maßgeblich sind, anguckt, dann kann ich sehr gut nachvollziehen und würde mich da einschließen, warum man diese Spiele gar nicht mitspielen möchte. Weil es tatsächlich relativ schlimme Hierarchiespiele noch sind, weil es tatsächlich sehr viel um Machtpolitik geht, schon in den Parteien, um finanzielle Macht und solche Dinge und eben nicht um die Idee, wer ist tatsächlich hier vielleicht der Geeignetste oder derjenige, der uns da helfen kann. Und sich da reinzubegeben, da sehr viel Zeit und Lebensenergie aufzuwenden im Vergleich zu der Idee, die Energie kann ich auch woanders einbringen, wird wahrscheinlich doch noch für einige Zeit dafür sorgen, dass sich da leider nicht die klügsten Köpfe einfach durchsetzen. So sind wir gerade nicht gebaut. Ich will es gar nicht bejammern oder beklagen. Ich stelle es nur fest und auch für mich selbst, wenn man sich die Frage gestellt hat. Aber man sollte nicht unterschätzen, wie machtpolitisch organisiert politische Parteien sind. Sogar sehr. Ich hätte, glaube ich, genau die gleiche Antwort gegeben wie du, Bodo, dass es tatsächlich ein Hindernis ist für Integrale, sich diesen Machtstrukturen zu unterwerfen, weil es wirklich eine krasse Machtstruktur in den Parteien. Und die Frage ist, entstehen jetzt so neue Felder? Zum Beispiel in der Schweiz gibt es die integrale Politik, die noch nicht weiß, ob sie eine Partei sein will oder nicht, aber die versucht, Stellungnahmen zum Beispiel, politische Kommentare zu entwickeln und so weiter. Und das und nach neuen Wegen suchen gemeinsam, wie man politischen Einfluss ausüben kann, der eben in eine neue Richtung geht. Das gibt schon Ansätze, aber ich glaube, teilweise müssen die außerhalb der bestehenden politischen Gefäße passieren. Genau, ich wollte nämlich fragen, brauchen wir denn wirklich Parteien? Gibt es nicht auch irgendwie was anderes und führt vielleicht zum besseren Ziel? Aber ich finde toll, was ihr jetzt so auch unsere Fragen beantwortet habt. An dem Punkt würde ich eigentlich sagen, könnten wir Dankeschön sagen, Ramona? Oder fällt uns noch irgendwas ein, wir als Fragenden, ihr als Vortragende, wenn ihr noch irgendwie was schnell bringen möchtet? Oder seid ihr auch zufrieden mit dem heutigen? Wir sind's, also ich bin's, ganz sicher. Ich denke, wir auch, Barbara, oder? Ja, wunderbar. Danke für die Einladung und danke für die Gesprächsführung. Es war mir eine Freude mit euch zusammen. Sehr, sehr schön. Dank. Und danke, Ramona, danke für deine Kooperation und bis bald mal wieder, nicht? Und vielleicht dann wieder bei der GFO. Sehr gern. Bis dann. Bis dann. Tschüss.